So, meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Ja, in der letzten Folge haben wir Alohomora verbessert und haben uns hier die Räumlichkeiten angeguckt, die wir noch nicht öffnen konnten. Ja, wir schauen uns direkt mal die Aufträge an und gucken mal, wie es weitergeht. Also, wir können immer noch Bombarda lernen, da müssen wir noch einen Diricol finden. Alle drei Kampfpflanzen produzieren und zeitgleich benutzen. Das können wir machen. Wir müssen immer noch Ballons finden und zerstören. Sprich mit Sebastian in der Krypta. Das können wir machen. Dann können wir wieder mit Nutty sprechen. Wir müssen immer noch mit Poppy das Ei zurückbringen. Das können wir auch machen. Finde den Schatz anhand von Henriettas Karte. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Das war auf der anderen Seite. In der Kobold-Gegend. Imelda Reyes müssen wir noch sprechen. Achso, das war die nächste Besenherausforderung. Das können wir auch machen. Und ja, wir müssen wieder 13 Demigeist finden, aber wir sprechen jetzt erstmal mit Sebastian. So, schauen wir mal, wo der ist. Da unten. Warte mal einen Moment. Ich weiß nicht, ob man mich in der Ladesequenz hören kann. Wie schön, Sie zu sehen! Weil es da manchmal ruckelt, deswegen spreche ich da nicht. Gut, da sind wir auch schon. Gehen wir in die Krypta. Krypta betreten. Bin mal gespannt, was der Sebastian jetzt sagen wird. Als nächstes. Der ist hier ein bisschen wütend, weil wir mit Kobolden zu tun haben und die Kobolde haben ja seiner Schwester wehgetan. Aber das ist halt so dieses typische, wenn der eine böse ist von der und der Abstammung, dann müssen die anderen auch böse Hast du sein. meinen Onkel gesprochen? So ein einfältiger Gedanke. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha. Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Ja, mach das. Gut, dann verlassen wir wieder die Krypta. Also das Gespräch hätte man auch irgendwo hier vor der Krypta besprechen können. Da jetzt unbedingt in die Krypta rein zu müssen, weiß ich nicht. Haben die aber wahrscheinlich extra gemacht, damit wir nicht vergessen, dass da immer noch ein Rätsel auf uns wartet. Da müssen wir ja noch Seiten finden. Ja, bin auf jeden Fall gespannt. Ich
Ich glaube, wir machen Poppy als nächstes. Damit wir das Ei dem Drachen zurückgeben können. Das ist auch bestimmt eine sehr interessante Quest. Ja, da müssen wir tatsächlich nach Hogsmeade. Und da ist sie auch schon. Auf geht's nach Hogsmeade. Das Relikt ist der Schlüssel zu Annes Rettung. Ganz gewiss. Wir treffen uns vor Feldcroft, sobald du kannst. Okay, Sebastian hat sich jetzt schon gemeldet. Wir können uns vor Feldcroft mit ihm treffen. Das machen wir nach der Poppy-Quest. Du wartest hoffentlich noch nicht lange auf mich, oder? Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniese geben. Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Was hast du über den Drachen herausgefunden? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Wie verfolgt man denn einen Drachen, wenn er längst weg ist? Baumkronen, Brandspuren, sowas halt. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Ja, los. Wollen wir gleich los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Das klingt doch ganz einfach. Es sollte schnell gehen. Danach können wir die Wilderer endlich hinter uns lassen. Na, wenn sie nicht wiederkommen? Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein. Es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Also ich habe ehrlich gesagt dran gedacht, es zu behalten. Aber auch nur, weil sie weggeflogen ist. Wenn du recht hast und wir sie hier finden, wie bringen wir es dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Gut. Dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es bist. Ja, ich bin bereit und sehr gespannt. Oh. Da ist sie. Ich hab's schon gehört. Sie hat es sicher herausgeschafft. Oh, gut. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Ich nehme mal hier die ganzen Rohstoffe mit, die hier rumliegen. Kann man immer gebrauchen zum Tränke brauen, auch wenn ich zurzeit nicht so viele Tränke benutze. Arme muss Krankvorsorge um den Verbleib ihres Eis sein. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Hoffentlich bleibt das auch so. Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind. Revelio. Accio. Incendio.
Revelio. Wo sind sie, Smithy? Ich dachte, sie würden sich uns in Borneo anschließen. Ich weiß, dass sie sich Hoffnungen an den Kampfring machen, aber die wahren Galeonen findet man in Acromantulas. Sie würden nicht glauben, wie viel Violett und ich vor ein paar Tagen verdient haben. Ganz zu schweigen davon, dass Borneo gar nicht so übel anzuschauen ist. Wie auch immer, wir ziehen bald weiter, vielleicht nach Ägypten. Es ist so eine Erleichterung, keine Last mehr zu tragen. Bis bald, Angus. Wie charmant. Sie halten Kontakt zueinander. Revelio. Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich die nicht mehr vorlesen werde. Aber wenn die so aufploppen und ich das nicht einsammeln muss, also wenn es irgendwas Questmäßiges ist, dann mache ich das auch. Da ist sie wieder. Aus der Entfernung. So, tun wir mal die Tasche wieder rein. Die kann man immer gebrauchen. Wir müssen noch einige Tierwesen finden, auf jeden Fall. Die Kröten, die ich verkauft habe, hätte ich auch in ein anderes Gehege reintun können, habe ich gesehen. Ich gucke ja auch nebenbei Let's Plays. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Wie war das? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Ausrüstung wieder voll. So gefällt mir das. So. Vorsichtig. Na, hier sind doch bestimmt Kobold, oder? Oder hat er die alle erledigt? Rebellion. Sie muss sehr hungrig gewesen sein, um ein Grabhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Ich hoffe nicht, dass die uns angreift. Was war das? Das sieht nämlich aus wie eine Arena. Lenke sie ab. Komm nach, wenn es sicher ist. Jetzt. Poppy, wo bist du? Poppy! Lauf, Poppy, lauf! Renn um dein Leben! Vorsicht! Das ist ihr Revier und sie wird es... Weiter so! Kein herzlicher Empfang. Ach, etwas von einem Kaminfeuer. Ah, da hätte ich wahrscheinlich dieses Holzding da zerstören lassen können, um die Truhen zu kriegen. Revelio. Aber es ist nicht schlimm. Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber dafür ist es zu spät. Na, ich warte noch auf den nächsten Angriff. Jetzt lauf. Du musst zu der Öffnung unter ihr. Ja,
Genial! Da ist das Nest. Wir sind fast da. Mann, jetzt. Sind alle Brücken zerstört? Jetzt wird sie wahrscheinlich wieder angreifen, oder? Oder sich vor die Brücke stellen, wenn ich vorbeilaufen will. Das wäre so richtig typisch Videospiel. Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. Oder auch nicht. Coole Sache. Ja, das war knapp, Poppy. Also ein Schritt weiter und... Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Sollen wir zurück? Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Verständlich. Wir haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer, sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Wir müssen los, ich brauche eine Eule. Konnte ich so blind sein? Was meint ihr damit? Sind die uns extra gefolgt, damit die den Drachen wieder einfangen können? Was meint ihr damit? Gut. Schauen wir mal, was es als nächste Quest gibt. Triff Sebastian und M außerhalb von Feldcroft. Sprich mit Nati. Gut. Dann sprechen wir mal mit Sebastian. Weltkarte. Feldcroft, da sind wir. Wer hier wohl wohnt? So. Oh, hier ist eine Truhe. Mal gucken, ob wir die aufmachen können. Stufe 2. Hallo, Homura. Müssen wir eigentlich mal ausnutzen, dass wir den jetzt auf Stufe 2 haben und fleißig mal ein paar Türen aufmachen. Weil in den meisten ist wahrscheinlich so eine Truhe drin, ne? Mit dem Auge. Oder was Seltenes. Rebellion. Ausrüstung wieder voll. Ach, wie ich es liebe. So. Okay. Jetzt haben wir wieder Platz. Oben ist noch was Kleines. Sammlung aktualisiert. Lichter. Sehr schön.
Gibt noch so viel zu tun, Leute. So viel zu tun. Es gibt noch so viele Truhen und hast du nicht gesehen? Sebastian! Ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Kryptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut. Wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Sebastian. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir müssen nur Anne in die Katakombe bringen und rausfinden, wie wir ein dunkles Opfer da bringen. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Glaubst du, dein Onkel würde alles dem Ministerium melden, wenn er es herausfindet? Ich bezweifle, dass er zum Ministerium geht, wenn er es erfährt. Er hat sich nicht im Guten getrennt. Er sagt es nicht, aber seine Abneigung gegen schwarze Magie hat sicher etwas mit seiner Zeit dort zu tun. Anne glaubt, er wollte einst Feuer mit Feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen Fluch im Kampf gegen schwarze Magier ein. Zumindest hat sie das so verstanden. Als er erkannte, wozu sein Beruf ihn gemacht hatte, gab er ihn ziemlich abrupt auf. Ich glaube nicht, dass er dem Ministerium von schwarzer Magie in seiner eigenen Familie berichten würde. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Bis bald dann. Haben die richtig gut gemacht, diese Nebenquest. Was mir hier aufgefallen ist, ist, normalerweise muss man die ja erstmal ansprechen, damit die anfangen zu reden. Aber die haben es so programmiert, dass die, also es hat sich so angefühlt, als wären sie schon am Reden. Aber die haben erst angefangen zu reden, als ich da war. Und es hat sich wirklich so angefühlt, als wäre man so mit dabei. Ich konnte ihn nicht mal anklicken, bis die zu Ende geredet haben. Fand ich echt gut. Das sollten die öfter machen. So. Gibt's irgendwas in der Nähe, was wir machen können? Was ist hier? Ort alter Magie, Prüfung Merlins und hier ist ein Hypogreifbau. Hypogreifer haben wir eigentlich schon genug. Kleines Banditenlager, Handbuchseiten. Was gibt's hier? Fupa-Bau. Okay, den haben wir noch nicht. Lass mal ganz kurz dort gucken. Ich will mal ein paar Tierwesen sammeln. Finde ich, ja, gut und schlecht. Gut und schlecht. Also, ich finde es gut, dass es da drauf steht auf der Karte, was das für Tierwesen sind. Gleichzeitig finde ich es aber auch schlecht, weil, gleichzeitig finde ich es auch schlecht, weil, ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Was wollte ich sagen? Achso, weil man ein bisschen gespoilert wird halt, ne, dadurch.
Das glaubt Professor Howen nie. Soll ich noch eins nehmen? Weil ich weiß nicht, ob der erste männlich war. Kann man das gucken im Inventar? Ja, kann man. Okay, nice. Haben wir von jedem Geschlecht eins, dann können die auch ein kleines Schlögelchen kriegen. Ein kleines Baby-Flooper oder wie der auch heißt. Coole Sache. Gut, hier haben wir Merlins Prüfungen. Die müsste ich eigentlich auch machen, wa? Für mehr Inventarplatz. Jetzt, wo wir hier sind, könnten wir das doch angehen. Sie. Komm, Trinko! Ich hasse sie, diese Kröten, die tanken so viel. So, also nochmal. Müssen wir mal ganz kurz schauen, wo die Dinger sind. Also eins ist da und wo ist der dritte? Da ist eins. Gibt es überhaupt nur drei? Meistens gibt es vier. Anscheinend. Okay, ich versuch's mal mit drei. Wenn es mit drei nicht klappt, müssen wir nochmal gucken. Also eins, zwei, drei. Gut. Komm, Pringo! Ist zu weit weg. Jetzt hat's geklappt. Hat das geklappt? Nein, wieso nicht? Komm, trink doch! Da wäre selbst Merlin stolz. Jetzt hat's geklappt. Ich habe auf einen Stein geschossen, deswegen sind die Fackeln nicht aufgegangen. So. Haben wir eins mehr geschafft. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ich weiß, hier ist noch eine Höhle, die sehen wir uns später an. Ich mache erstmal nur die Prüfungen hier ganz schnell, weil hier sind mehrere gleich hintereinander. Oh, sollte mich das etwa treffen? Oh, wir können hier die Ballons mitnehmen, jetzt wo ich hier bin. Ballons sind auch wichtig. Oh. So. Also langsam. Ich glaube, wenn wir jetzt noch die Merlins Prüfung machen, dann sollten wir Level 30 erreicht haben. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Komm, Pringo! Gibt's noch mehr? Damit wäre das erledigt. So, nice. Wie viel Teil ist das jetzt? 5 von 10? Das war die beste Mahlzeit seit langem. Das meine ich ernst. Ich brauche dich ja jetzt nächste Woche wieder. Wird nicht angezeigt. Schade. Machen wir noch die hier, dann nehmen wir den Schnellreisepunkt da unten und dann müssen wir mal eine Folgenpause einlegen. Eindringling!
Nein, ich bin kein Eindringling. Ich bin nur einer auf der Durchreise. Aber wenn er es drauf anlegt, dann können wir auch kämpfen. Kein Problem. So, was müssen wir hier machen? Ist das wieder so ein Balldingen? Was müssen wir hier machen? Ah, das hier. Das hatte ich leider schon in einem Video gesehen. Da müsst ihr hier von einem Stein auf den anderen springen. Das war gar nicht so knifflig. 6 von 10 haben wir jetzt. Okay. Dann brauchen wir nur noch 4, dann haben wir wieder mehr Inventarplatz wahrscheinlich. So. Dann nehmen wir hier den Schnellreisepunkt. Eventuell können wir auch schnell die Merlinsprüfung machen, die da weiter oben ist. Dann haben wir zumindest hier in der Gegend alle Prüfungen erledigt. Ah, hier sind noch Ballons, die können wir auch mitnehmen. Ballons sind auch wichtig. Schaltet neue Wesen frei. Oder Besen aussehen, besser gesagt. So. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Nein, Kröten, ich will jetzt nicht mit euch kämpfen. So, machen wir ganz schnell hier noch die Merlinsprüfung da oben. Magst du Schmerzen? Voll viele Kobolde hier in der Gegend. Weil es wahrscheinlich weiter abseits ist. Auch wenn hier ein Dorf in der Nähe ist, die haben sich echt ausgebreitet, so wie die es gesagt haben, also... Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Komm, trink! Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. 7 von 10. Dann brauchen wir nur noch 3 Stück. Schaffen wir noch die alte Magie hier einzusammeln? Sollten wir mal schnell machen. Sammlung aktualisiert. Flusstroll. Ach du Scheiße. Okay. Das sparen wir uns für die nächste Folge auf. Also, bis dann.